Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir diese Mission nochmal neu angefangen und das sieht jetzt 1 Million mal besser aus als beim letzten Mal. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, deswegen machen wir weiter. So, das Ding ist jetzt hier und das kann sich nicht hier bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt in 2 Zügen hier unten bin, habe ich schon gute Aussichten, weil dann kann sich das Ding noch da bewegen und dann habe ich noch reichlich Zeit, es kaputt zu hauen. Also gehen wir erstmal einen Schritt nach unten. Ich glaube, da hinten warten auch welche. Und zwar der eine. Bist du denn? Zack. Autsch. Oh mein Gott, was ist denn da? Ist kaputt gegangen. Und da hinten ist auch einer, den muss ich auch noch kaputt hauen. Den kannst du dich sowieso nicht bewegen, da hinten ist der Panzer. Oh, Rosie. Aber wirklich, du kommst da hinten hin. Ich habe aber so das Gefühl, irgendwie nicht. Ah, na gut. Ich sollte Schütze eigentlich auch kaputt machen? Nee, glaube ich nicht. Wow, da macht gut Schaden. Da hat gute Schaden gemacht. So, Alicia. Und schon wieder voll AP, geil. So. Was? Oh, Scharfschützen, super. So, wie lange bist du noch in meiner Reichweite? Hier bist du noch in meiner Reichweite, gut. Zack, zack, zack. Mein Gott, Rosie. Hat für einen geilen Schaden gemacht. So, jetzt kann ich eigentlich nur Nancy dahin bewegen, Wavy, aber wir machen der Typ hier ein bisschen Angst, deswegen schalte ich die mal mit Kobi aus. So, das sah sehr merkwürdig aus. Und da, boah, wie das aussah. Schön. Pinke Ratatatatata, aber so richtig schön. So, wer du hat der mich schon wieder ab. Also gut, was sagst du dazu? Wir haben so gut wie gewonnen. Soldaten sind auch alle schon mitgenommen. Oh Gott. Ah. Wir geblieben. So. Warte, ich werde dafür sorgen, dass du mindestens noch nach unten gehen muss. Hallo? Oh nee. Aua. Wie könnt ihr es wagen, uns zu treffen? Nehmt euch ein Beispiel an meinen Scharfschützen. Die treffen nix. Jetzt habe ich mich schon hier positioniert. Ich glaube, ein Zug spätestens hält das Ding noch aus. Hoffe ich. So, komm her. Okay, da sind 2 Leute. Da waren 2 Leute. Da waren nicht 2 Leute. Was da? Wo sind die? Was da? Hallo? Ja. Aber irgendwo ist so hier jemand hingegangen, oder? Ist da jemand? Ich glaube nicht. Scheiße, der Panzer hat gar nicht hier durchkommen können.
Mach ich denn ja? Ma. Verdammt, ich muss den jetzt kaputt hauen. Oh nein, er hat sich umgedreht. Ich bin sowas von tot. Das war jetzt nicht sarkastisch gemeint. Ich bin jetzt tot. Verdammt. Warte mal, ich habe mich doch hierhin bewegt. Er muss ja da lang. Verdammt. Alicia. Was machen wir denn jetzt? Mann, der bewegt sich so behämmert. Ich kann mich den jetzt nicht so nähern. Ja toll, da ist noch einer. Oh. Oh Gott. Treffe ich den von hier aus? Na, warte. Jawohl. Wow. Wie weit er geflogen ist. Oh Gott, das wird doch nicht gut ausgehen. Ich muss ihn im nächsten Zug jetzt kaputt hauen. Wavy! Okay, Rosie und Alicia, ihr müsst das jetzt reißen. Jetzt habe ich hier Probleme. Kann nicht sein, warum ist denn das so schwer? Mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt den nächsten Zug gewinnen. Ja, da sind noch voll viele Leute. Oh, was? Oh Gott! Nein! Oh Gott, das ist nicht gut. Obwohl, das ist eigentlich doch gut. Rose kriegt den. Außer er geht jetzt natürlich noch mal. Oh, zum Glück kannst du dich ducken, Alicia. Die Beste, wenn jetzt nur den Kopf treffen würdest, ne? Wenn er jetzt noch mal dran kommt, ne? Danke. Wow, keiner kommt mehr dran. Seinen Panzer zu bewegen bringt jetzt nichts mehr. Ich muss jetzt voll nach vorne preschen. Du aus dem Weg! Ich habe keine Zeit für dich. Panzer, 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 Panzer. Na toll, da ist ja noch einer. Willst du mich auf den Arm nehmen? Gehen wir aus dem Weg. Ma. Undodgeable Short. Ma, ich habe keine Zeit dafür. Ma. Scheiße, da ist der Ausgang. So, Alicia. Boah, wenn wir den jetzt nicht kaputt kriegen, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wie viel hatte der überhaupt noch? Die Hälfte? Das schaffen wir doch nicht mehr. Nee, der hat nicht mal die Hälfte. So, das kriegen wir doch noch. Komm schon. Einfach auf ihn draufballern. Jawohl, das kriegen wir. Ah, schön. Jetzt Alicia. Und zack. Ai, ai, ai. Operation komplett. Jawohl. Ah. Ich bin der Beste. Nach dem zweiten Anlauf. Und sogar 10. Mein Gott, das hat viel Geld. Aber wir haben keine Waffe oder so bekommen. Schade. Also ich habe da irgendjemand so rumgelaufen ist mit so einer einzigartigen Waffe. Aber was soll's. Hm.
Oder so. Mann, weil genau auf Naturlogik hier reinzubringen. Natur, er hat's gesagt. Nein, er hat das N-Wort gesagt. Was kein Brot, das Familien zusammenbringt? Verdammt! Das ist doch Brot, was? Ich werde jetzt eine Familie gründen. Mann, ich muss aufhören, versuchen, verstellte Stimmen zu erstellen, weil da kann ich nicht. Ich höre mich immer gleich an. Obwohl ich mich jetzt, wie ich jetzt höre, vollkommen anders anhöre. Auf der Aufnahme klingt das alles gleich. Egal, der Award-Zeremonie. Die Zeremonie. Zeremonie, das reicht schon. Zu unseren Ehren, weil wir awesome sind, Squad Awesome. ありがとうございます。あれから
Jetzt bringt wirklich Familien zusammen. Was soll das denn? Was denn, was hat sie in Köchen denn noch gesagt? So. Letzte Episode. Fears of Patriot. Die Furcht eines Patrioten? Oder Ängsten eines Patrioten? Egal. Irgendwie sowas. Wird schon stimmen. Knock, knock. Who's there? I kill you. どうぞ。ああ、これが空襲か。すごいな。今回はお前、お手柄だったからな。いや、たまたまだよ。ところで、新聞を見たか。姫の誘拐事件はどこにも取り上げられていない。エレットに聞いたが、どうやら暴論部から今回の件を報道せぬよ。 圧力がかかったようだ。圧力？どうしてだ？今回の事件が明るみに出てしまえば、ガリアと連邦の関係が悪化してしまう。今のガリアは帝国と戦うだけで精一杯だ。連邦とことを構える力はない。ああ、なんてどぶっち。事件のことは黙殺し、表面上は今後とも何もなかったかのように振る舞うんだろう。 そうか。メルギー、俺は痛感したよ。ガリアがいかに弱い立場なのかということを、長い歴史の中で数多くの小国が大国にのみ込まれ消えていった。力を持たぬ国は力を持つ国に屈さざるを得ない。これは歴史の真実だ。Jetzt redet er auch noch von Natur. Was soll das eigentlich? Nur er hat sich verstanden, aber so viel Natur in diesen Sätzen. So, Kapitel 10. Die Liberation of Posen. Decorations, was? Meetings sind, bekommen mehr Dekorationen. Ja, da machen wir aber alles im nächsten Part. Die Audienzhalle, ja, da können wir Auszeichnungen und so bekommen. Und wir werden schon wieder erwartet, komischerweise. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Hauptquartier und geben unser Geld aus. Weil wir es können. Dann gehen wir erstmal trainieren, weil irgendwie sind wir so schnell immer drauf gegangen. Das haben die nochmal normal. Okay, ich hoffe, ich kann mindestens zwei. Ja, ich kann mindestens zwei erledigen. Und zwar Natur Scout und Dinge sind schon super. Dann haben wir die Lancer und die Sniper. Sie sicher, ja. Trainingsgeräusche.
Ein neues Potenzial für die Sniper. Und einen neuen Befehl. Demolition Boost. This order greatly raises one Ally's unit tank attack power. Cool. So, den Rest sparen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir wieder diesen alten Mann besuchen können. Aber erstmal R&D Facility, genau. Geld ausgeben für Waffen und so. Okay, was haben wir ein neues? Erstmal Ausrüstung, Rüstung. Ich stehe mehr so auf Verteidigung erstmal. So, mein Gott, voll viele können wir noch. Okay, zack. So, dann. Mein Gott, ist das teuer. Firepower, ja. Glaube ich, Alicia. So, hier haben wir nichts Neues. Auch nichts Neues. Oh, Granaten können wir aufballern. So. Haben wir irgendwelche permanenten Sachen, die wir aufballern können? Ja. Body Defense plus 20. Was? Wie viel hat das gekostet? Plus 200 Range. Nein! Ma. Sind wir so Blöcke? Brauchen wir noch nicht? Noch nicht. Das andere können wir uns alles nicht leisten, Supi. Ja, weiß nicht. Ja, tu mal den. Gut, er hat sogar weniger bekommen, was? Ja, ich würde sagen, irgendwann machen wir wieder ein paar Skirmishes. Dann können wir mal... Ein paar neue sind ja noch da, glaube ich. Warte mal. Hier, War Cemetery. Wo ich Erfahrung ja gegen neue Befehle eintauschen kann. Da wäre doch nicht schlecht. Können wir uns da was Neues holen? Heal all today. Was zum? Nein? Das ist jetzt zu früh, ich habe kein Geld. Erfahrung, meine ich. Dann lass mich mal gucken, bei Skirmishes, was wir noch machen können. Weaponry, ja. Das ist jetzt noch nicht. Wir könnten hier den Wüstenkampf machen. Entschuldigung. Barius Wüste. Ja, da können wir im nächsten Zug machen. Im nächsten Zug, in der nächsten Folge. Aber bis dahin sage ich erstmal, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.